Wir müssen miteinander ins Gespräch kommen, global, denn nur so kann der kollektiv verstandene Prozess des gegenseitigen Inbezugsetzens zu den unerkannt vielen verschiedenen Perspektiven des Bildlichen gedacht und praktiziert werden. Das heißt, eine neue inklusive Theorie des Sehens in der Überkreuzung epistemischer, ästhetischer, ethischer und politischer Fragestellungen kann nur im interkulturellen Dialog und Polylog gelingen. Und wir hoffen, und dafür wollen wir arbeiten, dass das Humboldt-Forum ein neuer Experimentierort für eine interkulturelle Begegnung unterschiedlichster Vorstellungen des Bildlichen wird und damit vielleicht sogar zu so etwas wie einem Motor einer inter- und transkulturell verstandenen Bildtheorie. Wie so etwas aussehen konnte oder aussehen kann, war vor wenigen Wochen zu erleben, als wir den 250. Geburtstag von Alexander von Humboldt gefeiert haben. Anlässlich dieses Geburtstags war auf der Ostfassade eine Fassadenprojektion zu sehen, aus Ciclo Annual de Noriotique, das Ergebnis einer intensiven Kooperation der staatlichen Museen und der Stiftung Humboldt-Fore aus den letzten Jahren. Und hier wurde erstmals visuell erlebbar, wie an der Ostfassade des Humboldt-Forums ganz unterschiedliche Weltsichten und Welten zusammentreffen können. Das Projekt ist entstanden mit indigenen und nicht-indigenen Künstlerinnen und Künstlern sowie brasilianischen und deutschen Ethnologinnen und Ethnologen. Gemeinsam werden hier indigene Mythen und Beobachtungen über Sternbilder und den Jahreszyklus in eine visuelle Erzählung übersetzt. Die Spannung, die dadurch entsteht oder wird erzeugt durch die monumentale und bewegliche Fassade von Costellas auf der einen Seite und den bewegten Bildern, die in hoher Komplexität indigene Vorstellungen über Zeit, Ökologie und Ritual vermittelten und die zugleich ganz unmittelbar mit der Gefährdung naturräumlicher Zusammenhänge in der Lebenswelt indigener Communities am oberen Amazonas zusammenhängen.